Ich muss mich bei euch bedanken. Ich habe gerade was gemacht, das hätte ich wahrscheinlich ohne euch und ohne eure Kommentare in dieser Form nicht durchgezogen. Ich war bei der Marc Roschko Ausstellung in Paris und kurz davor sind eure Kommentare unter dem YouTube-Video auf den Lofoten aufgetaucht. Da haben einige von euch vorgeschlagen, mach doch mal einen komplett Analog-Trip. So richtig komplett. Also habe ich für Paris nichts anderes eingepackt als eine analoge Kamera mit einem Objektiv und eine Handvoll Filme und habe tatsächlich den gesamten Trip ausschließlich auf Film fotografiert. Das hat einige Gedanken ausgelöst, einige Erkenntnisse gebracht und auch einige Fragen. Und um die soll es heute gehen, während wir uns die Ergebnisse aus Paris anschauen. Und dieses ganze Chaos hier erkläre ich dir dann am Ende auch noch. Ursprünglich wollte ich analog fotografieren, aber mit dem iPhone daneben einfach das Video drehen zu diesem Trip. Habe aber dann sogar beschlossen, kurzfristig, nachdem ich ein einziges Foto gemacht habe, auch die wieder in die Hosentasche zu stecken und komplett darauf zu verzichten. Und das war eine sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. Ich habe das schon bei den Lofoten angeschnitten und es ist mir auf diesem Kurztrip noch viel intensiver aufgefallen als je zuvor, wie viele Menschen ich beobachte dabei, wie sie fotografieren und danach in den Bildschirm schauen. Egal, ob das auf einer Kamera oder dem Smartphone ist. Und was mir dann intensiv aufgefallen ist, dadurch, dass ich ausschließlich die analoge Kamera hatte, war ich zu 100% immer im Moment. Es gibt keine Möglichkeit hinzuschauen. Vielleicht bin ich da so eine eigenartige Persönlichkeitsstruktur. Ich muss mich offensichtlich dazu zwingen und daran hindern, da wieder drauf zu schauen. Nicht hinschauen bei digital kriege ich irgendwie ganz schwer hin. Aber selbst wenn ich diesen Punkt noch hinkriegen würde, eine Sache kriege ich auf keinen Fall hin, nämlich abends im Hotelzimmer nicht die Speicherkarte runterkopieren und dann einfach mal kurz durchschauen. Die ganzen Fotos des Tages. Und ich finde, diese zwei Punkte machen einen enormen Unterschied bei dem, wie du fotografierst. Zumindest fällt es mir extrem auf. Zum einen dadurch, dass ich nicht mehr abgelenkt bin und mehr im Moment bin, passiert noch was Zusätzliches. Ich schaue nicht ständig durch und feiere vielleicht das letzte Foto und wie, oh, das war cool. Oder ich bin enttäuscht und das ist nicht so gegangen, wie ich es mir gedacht habe. Sondern ich bin tatsächlich 100% fokussiert und lenkt mich nicht ab. Ehrlich gesagt ist mir das bis jetzt nie aufgefallen, aber genau das passiert digital immer wieder. Und sowohl das auf dem Bildschirm schauen und kontrollieren und durchschauen und auch am Abend mal kurz drüber gehen und vielleicht erste Bearbeitungen machen, das eine oder andere Foto aufs Handy ziehen, vielleicht auf Social Media posten, ist einfach mentaler Aufwand und das braucht Energie, die dann einfach übrig bleibt fürs Fotografieren selbst. Heißt das, die Fotos, die ich dort gemacht habe, sind viel besser als meine digitalen? Absolut nicht. Ich finde gar nicht, dass diese Fotos der absolute Knaller sind. Ich bin zufrieden, ich habe bisher 3 Filme entwickelt, ein vierter steckt noch in der Kamera. Das ist so ein Problem mit Analog, bin zurückgekommen und ich kriege den Film nicht voll seither. Aber auf diesen 3 Rollen, die ich bis jetzt habe, habe ich 2, 3 Fotos, die ich wirklich als Keeper, als echt gut bezeichnen würde und die ich mir einfach ausdrucken werde und mit denen ich zufrieden bin. Und das ist eigentlich ein guter Durchschnitt. Aber ich kann eindeutig sagen, ich habe den Prozess viel mehr genossen, als ich das digital machen würde. Und ich weiß, viele von euch wenden hier ein, ja, dann schau halt nicht auf den Bildschirm. Dreh den Bildschirm doch einfach ab, damit er nicht funktioniert. Glaub mir, ich habe alles versucht, mich selber auszutricksen. Ich glaube, ich bin da ein besonderer Härtefall. Wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich sie. Dasselbe gilt übrigens auch für am Ende, nachdem man zurückkommt, auf die Fotos warten müssen und nicht gleich zurückzukommen und die Fotos durchschauen und bearbeiten zu können. Das tut einfach was anderes. Ich kenne viele Kollegen, die sagen, prinzipiell, nachdem sie fotografieren waren, versuchen sie die Fotos 1 bis 2 Wochen Minimum liegen zu lassen. Das macht auch durchaus Sinn, weil man sich dann im Kopf ein bisschen löst davon. Man vergisst sie mehr oder weniger. Und man hat nicht diese Fotos im Kopf, wo man denkt, ah, das muss ich bearbeiten und ist nicht so voreingenommen beim Durchschauen. Das heißt, wenn man die Fotos dann fertig am Tisch hat, bewertet man sie neu, von null weg. Und dann erinnert man sich, ah, das ist besser geworden, als ich dachte. Oh, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft habe. Also auch da wieder, der gesamte Prozess ist einfach ein anderer. Und ich will nicht sagen, dass der eine besser oder der andere schlechter ist. Ich will nur sagen, immer wieder, wenn ich es mache, und jetzt habe ich es zum ersten Mal seit langem wirklich zu 100% analog gemacht, ich genieße diesen Prozess einfach mehr als den digitalen. Vielleicht ist das auch nur eine gute Erinnerung und eine gute Übung, um das, was da analog an Prozess sich verändert, ins Digitale wieder mehr zu übertragen. Rein analog hat noch ein paar schöne Vorteile, finde ich, nämlich zum Beispiel diese kleinen Fehler. Analoge Fotos sind nicht perfekt. Digitale Fotografie strebt immer ein bisschen Perfektion an
Und analog hat diesen Anspruch einfach nicht. Da gibt es manchmal so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dürfte ich den Film nicht 100% weitergespult haben und dann überlappen Fotos plötzlich. Oder es gibt auch irgendwo mal einen leichten Lichteinfall bei den ersten Bildern auf einer Rolle und dann sind die nicht so 100% sauber. Ja, natürlich, digital ist da ein Riesenfortschritt. Das kann uns in dieser Form nicht mehr passieren, aber vielleicht ist manchen von uns, nicht allen, alles ein bisschen zu perfekt geworden mit digitaler Fotografie. Ich habe in letzter Zeit überhaupt überraschend viele Gespräche mit Freunden und Fotografen und anderen Menschen, die sagen, sie greifen wieder zu Notizbüchern, sie greifen sogar wieder zu Vinylschallplatten, sie greifen zu analogen Kameras, einfach um wieder was zu machen im echten Leben, das auch im echten Leben dann stattfindet und nicht alles in einem kleinen schwarzen Kistchen. Da drin sind Notizen, Fotos, Musik, alles, was man sich denken kann. Und das stresst manchmal mehr, als es wirklich hilft. Nicht mit Akkus oder Speicherkarten die ganze Zeit hantieren zu müssen und digitale Daten irgendwo zu sichern, hatte auch was ziemlich Befreiendes. Analoge Kameras kann man einfach in die Hand nehmen, aufziehen und abdrücken. Keine Akkus laden, keine Batterien vergessen und plötzlich steht man irgendwo und es funktioniert nicht mehr. Ich weiß, das sind wahrscheinlich alles Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten summieren sich für mich und ich habe das Gefühl, das ist extrem befreiend. Ein sehr passender Moment mitten in Paris war plötzlich dieser ganz kleine Shop mit viel Kameras und Filmen und uralten Fotos. Und zwar jeder Menge davon. Und ich habe mir dieses Foto dort gekauft. Ich habe auch keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Bild genau passiert, was die Geschichte dazu ist. Aber es lässt mir den Freiraum, eine Geschichte darin zu sehen. Es sagt etwas zu mir. Es spricht mit mir. Und irgendwie hat das meine Lust, analog zu fotografieren, überraschenderweise noch mehr befeuert. Kistenweise diese kleinen Ansichtskarten und Fotos von verschiedenen Orten. Und in dem Moment dachte ich mir nur, die Menschheit fotografiert gerade mehr als je zuvor. Alle. In digitale Festplatten, die ohne Strom gar nicht mehr funktionieren. Was passiert mit diesem ganzen Zeug? Wenn uns irgendwo in 2000, 5000 oder 10.000 Jahren jemand findet, sind wir vielleicht die erste Generation, seit wir sowas wie Fotografie entwickelt und erfunden haben, die gar keine bildlichen Aufzeichnungen zurücklässt. Das wäre jetzt irgendwie auch schade, oder? Ist auch vollkommen egal. Vielleicht ist es wirklich nur meine Nostalgie. Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren, wie immer. Ich kann es dir unterm Strich nur empfehlen, es mal für dich selbst auszuprobieren. Ich glaube, viele dieser Dinge kann man erzählen, aber man muss sie selber erleben und spüren, um zu merken, was damit eigentlich konkret gemeint ist. Und dann, wenn du zu den Menschen gehörst, die es mitnehmen können in digitale Fotografie, übertrag das, was du gelernt hast in digitale Fotografie und du wirst sehen, auch da verändert sich der Prozess. Der Einstieg ist übrigens nicht teuer und nicht aufwendig. Sowas wie eine gute alte Canon A1 oder AE1 kriegt man in gutem Zustand zwischen 100 und 150 Euro momentan, obwohl die Kamerapreise verrückt hoch sind. Eine Rolle HP5 von Ilford, ein Schwarz-Weiß-Film 8 bis 9 Euro. Und die Ausarbeitung dazu. Und das ist der Punkt, auch die habe ich mir diesmal gespart. Ich wollte einfach nicht nur analog fotografieren, ich wollte den gesamten Prozess von vorn bis hinten rein analog machen. Film reinstecken, fotografieren gehen, Film rausholen und selber entwickeln. Deswegen dieses Chaos und das inklusive kompletter Anleitung, wie du das selber machen kannst, gibt es im nächsten Video. Dieses Video werde ich jetzt schneiden und dann geht's nach London zu einem John Mayer Konzert und ich glaube, ich weiß ganz genau, welche Kamera ich mitnehmen werde.